Eines der dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte ist der Mord an Millionen Juden in der NS-Zeit. Das soll nie wieder passieren, aber eben auch nicht vergessen werden. Jüdische Musiker aus Berlin haben deshalb die Melodien ihrer Verwandten aus den Jahren zwischen 1933 und 1945 wiederentdeckt. Und damit touren sie jetzt durch ganz Deutschland und kommen auch an Schulen in Franken vorbei, so wie gestern in Bamberg. Sie stehen in Konzerthäusern in ganz Deutschland auf der Bühne. Jüdische Musiker spielen Melodien aus der Zeit des Holocaust, diesmal in der Bamberger Konzerthalle. Warum ich diese Geschichte? Der Schauspieler Gunter Schoß erzählt die Geschichten dazu. Ich erfülle damit die Bitte eines jungen Mannes namens Kalman Margalit, Friede seiner Seele, der damals am Ende der Mahlzeit bat: Freunde, sollte einer von uns am Leben bleiben dürfen, bitte ich ihn, schriftlich festzuhalten, was hier geschehen ist. Einen Tag später sind die Künstler am E.T.A. Hoffmann-Gymnasium zu Gast, in einer 12. Klasse im Musikunterricht. Bevor ich von dieser Welt gehe, will ich euch, meine Liebsten, einige Zeilen hinterlassen. Wenn euch einmal dieses Schreiben erreichen wird, bin ich und wir alle nicht mehr da. Unser Ende naht. Die Rache. Diesen Brief hat nur Ben Shalom von seiner Großtante Salomea vererbt bekommen. Sie wurde von Nazis ermordet. Sie hat ihren Brief mit dem Wort Rache beendet. Ich bin beschäftigt mit dieser Rachefrage mein ganzes Leben. Als Musiker, als Jude, das in Berlin lebt. Was bedeutet das heutige Tagen? Und welche Antwort kann ich zu Salomea geben? Und meine Antwort ist dieses Lebensmelodienprojekt, weil dieses Lebensmelodienprojekt ist eine Transformation vor die Rache. Durch die Musik von damals und die Geschichten tragen die jüdischen Musiker die Erinnerung weiter. Die Melodien und privaten Erzählungen bringen die jüdische Kultur von früher wieder in die Gegenwart. Wir kämpfen gegen Antisemitismus, weil diese Musik ist eigentlich ein Zeitzeugnis von der Vernichtung von den jüdischen Volks. Aber sie sind eigentlich sehr menschliche Geschichten und auch gute Musik. Und wer will das hören? Die Musik, das ist die beste Verbindung und Brücke. Das ist eine Erfahrung, die ich, glaube ich, nicht so schnell vergessen werde. Ich habe jetzt irgendwie noch Gänsehaut, weil ich es so faszinierend fand und gerade auch diese Mischung irgendwie toll fand von erst diesen Texten, die vorgelesen wurden, dann immer dieser musikalische Eindruck dazu. Die Schüler der 12. Klasse des Musischen Gymnasiums werden in diesem Jahr die Lebensmelodien selbst spielen und sie am Ende des Jahres aufführen. Ein ganz wichtiges Projekt. Wir machen musikalisch weiter, aber es geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Vielleicht